Hey ho und willkommen in Wrathfleet, wo wir uns des Schicksals eines armes Kriegers annehmen werden. Doch zuerst nehmen wir uns eines anderen Schicksals an, hoffe ich zumindest, bei Let's Play Suikoden 5. Okay, wir sind hier in der Pennwurstbude, dann gucken wir mal rein, ob hier ein bestimmter Charakter herumlungert, von dem ich hoffe, dass er jetzt hier ist. Oh, ich glaube, jetzt ist sie da. Ist sie das? Ja, es ist Linfa. Hallo, mein Hübscher. Was führt dich heute her? Willst du nochmal mit mir spielen? Aber hallo will ich das. Leon, geh mal raus, bitte. Ich schau nur mal vorbei. Bitte komm mit uns. Mit euch kommen? Was zum... Wie bitte? Du bist wirklich der Prinz? Das hättest du mir früher sagen sollen. Aber warum sollte der Prinz Interesse an jemanden wie mir haben? Das fragst du noch. Nun, ich habe es dir nicht gerade leicht gemacht und ich bin auch ganz froh über das Angebot. Ich habe da eine Idee. Was hältst du davon? Wenn du in einem Spiel gegen mich 5000 Potsch gewinnst, komme ich mit. Dieses Mal werde ich nicht betrügen. Ob du mir vertraust oder nicht, liegt bei dir. Was meinst du? Oh, eine Frau, die mich nicht betrügen wird, das ist eine sehr gute Grundlage für die zukünftige Planung. Ich traue dir nicht. Okay, das ist, ich sag jetzt mal, die Antwort, die der Verstand hier offenbaren sollte, aber wir nehmen die Herausforderung an. Diese Antwort wollte ich hören. Also dann, fangen wir an. Ich habe keine Ahnung mehr. Doch, ich habe halbwegs noch eine Ahnung, wie das funktioniert. Ach ja, irgendjemand wollte, ich weiß nicht mehr, wer es war, McAnon oder... Ich weiß nicht mehr, wer wollte hier ein rotes Fenster haben. Ich habe das rote Fenster genommen. Wie geht's weiter? Ich mag ihren fröhlichen Ausdruck in diesem Porträt. Oh. Gut, fangen wir an. So, lass uns, was zum Teufel ist das der Joker oder ist es nur eins? Ich passe. Bei eins passe ich, ja. Ja, naja, so etwas kommt vor. Ach so, ach scheiße, das war ja deren. Sie passt. Zur rechten Zeit zu passen ist auch eine Strategie. Mich legt sie nicht rein. Was? Ich habe keine Ahnung mehr, was Linfa sagt. Okay, lass uns ja, bin ich das jetzt oder macht sie das? Hä? Karten? 1. Ich erhöhe um 10. Wobei, scheiße! Verloren. Scheiße, ich hab's total vermasselt gerade. Achso, Moment, das sind 6 Punkte. Stimmt, das sind ja deren Karten, die ich habe und nicht meine. Ich weiß nicht was, ich sage Karten und... Sie erhöht um 6. Ich gehe 7. 10. Ich gehe mit, natürlich. Nein! Mann, habe ich ein Scheißpech. Ja, ja, wäre ich mal lieber ausgestiegen, du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis 12 geht's, ne? Was macht Linfa? Warum hat... Nee, Moment, das war meine Karte. Scheißdreck! Ich habe nicht genug Chips und ich bin... Ich sollte dieses Spiel nie wieder anpacken, glaube ich. Hoppla, ich gewinne! Das war ein Kinderspiel. Oh, nichts. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Ich nehme die 5000 Potsch. Danke. Oh, gebt sie nicht mir. Gebt sie der Frau da drüben. Welcher Frau? Ich schulde dieser miesen Frau, ich meine dieser netten Dame 5000 Potsch. Die muss ich erst zurückzahlen. Sollen wir jetzt gehen und bezahlen? Linfa ist beigetreten. Gut, dann würde ich mal sagen, wir begleichen mal die Rechnung. Was hätte sie gemacht, wenn sie verloren hätte, frage ich mich gerade. Es tut mir leid, Eure Hoheit, ich nehme euer Geld nicht gern. Das ist gelogen, aber was soll's. Aber sie hat nicht ihre üblichen Tricks angewendet. Sie war also fair. Eigentlich wäre es ja auch unehrenhaft, es euch zu erlassen, nur weil ihr der Prinz seid, oder? Also bezahlt jetzt! Zack, zack! Auf Wiedersehen, Geld! Vielen Dank! So, also brauche ich dich jetzt nicht mehr. Du kannst gehen, wohin du auch willst. Ja, und ich weiß auch schon, wohin. Zum Schloss des Prinzen. Überrascht? Du hast mir vertraut, als ich sagte, ich würde nicht betrügen. Ich war sehr froh darüber. Ich dachte, dann könnte ich dir zumindest Gesellschaft leisten. Tada! Prinz, ich werde in deinem Schloss auf dich warten. Oh, Baby, yeah.
Eure Hoheit, das ist eure Chance. Erteilt diesem frechen Mädchen ein oder zwei Lektionen. Freundschaft! Das ist weg. Aber sie sind Freunde und sie hat ein geileres Kleid als Pierre. Ich frage mich jetzt allerdings ernsthaft, wenn sie mich andauernd übers Ohr ziehen kann, warum schafft sie es nicht bei allen anderen Gegnern, die sie außer mir hatte? Ich will ja nur sagen, es ist tatsächlich so, also wie es ist und so weiter. Ich meine, überall hat sie Schulden, außer bei mir. Von mir holt sie sich andauernd das Geld. Ach nee, stimmt. Einmal hat sie irgendjemanden geschlagen und hat mein Geld zurückgezahlt. Gut, das wollen wir auch nicht vergessen. Doch, wir wollen jetzt mal eben hier mit Mr. Oboro reden. Eure Hoheit, ihr seht so ernst aus. Was ist los? Oboro, ich muss dir etwas sagen. Du bist der Vater. Ist das wahr? So eine Person ist in Sable? Ich verstehe. Dann lasst uns alle zusammen gehen. Oh, Shigure ist dabei. Und Sagiri ist dabei. Und der Oboro ist auch dabei. Alle sind sie dabei, außer die Blonde. Wäre auch nicht genug Platz gibt. Habe ich überhaupt genug Platz in der Truppe? Ich glaube nicht. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns dann in Sable demnächst mal wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder für euch da und würde mich am liebsten mit der Topfpflanze tarnen. Aber es ist mir leider noch nicht vergönnt. Das Drama spielt sich jetzt, hier, sofort ab. Oder der Typ ist nicht mehr da. Was soll das? Was wollt ihr alle hier? Habt ihr endlich beschlossen, mich zu verhöhnen? Du musst Nakula sein. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Wie? Wer bist du? Dein Gesicht. Das hab ich schon einmal gesehen. Ich weiß, wer du bist. Du bist das Kind von vor 13 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ja, das kann schon sein. Du! Ich bringe dich um! Warte. Was machst du? Bitte hör erst zu. Was soll ich hören? Was ist so lustig? Worüber lachst du? Nun, was soll ich machen? Ich weiß nur, wie man lacht und wie man tötet. Was ist das für ein Blödsinn? Sagiri wurde einer gründlichen Gehirnwäsche unterzogen, um Attentäterin zu werden. Deshalb kann sie auch nur lachen, egal wie viel Schmerz sie fühlt oder wie traurig sie ist. Was zum... Ein Verbrechen ist ein Verbrechen, aber sie wurde zum Killer ausgebildet, bevor sie für sich selbst denken konnte. Sie hat nie menschliche Wärme kennengelernt oder den Wert des Lebens. Von Kind an wurde sie als Werkzeug benutzt. Sie hatte keine Wahl. Ich bitte dich nicht, ihr zu vergeben, aber ich wollte, dass du die Wahrheit kennst. Das ist das dunkle Tor? Das ist verrückt. Das ist völlig krank! Richtig. Darum sind wir vor 8 Jahren verschwunden. Was, du auch? Wir alle. Was? Ich bitte um Vergebung, Eure Hoheit. Ich hatte nicht vor, das geheim zu halten. Ich wollte zum richtigen Zeitpunkt abwarten, um es zu sagen, aber dann ist das hier passiert. Was zum... Das dunkle Tor hat auch deine Eltern getötet, nicht wahr? Wie kannst du nur mit diesen Leuten zusammenarbeiten? Sie sind jetzt auf meiner Seite. Der wahre Feind ist ein anderer. Der wahre Feind? Ja, Godwin brachte einen Albtraum zurück, von dem wir dachten, er wäre für immer beendet. Wir müssen dieser Sache ein für alle Mal ein Ende setzen. Nakula. Kannst du warten, bis wir das getan haben? Pah! Was kümmern mich eure Pläne? Verdammt! Was wollt ihr von mir? Verdammt nochmal! Dein Name ist Sagiri, richtig? Ich werde dir nie vergeben können. Aber ich glaube, dieses Kind tut womöglich das Richtige. Sogar mehr als ich. Das macht mich wütend! Hey! Du bekämpfst Godwin, nicht wahr? Lass mich dir helfen, ihn zu schnappen. Ich zerstöre ihn und das dunkle Tor.
Und danach bist du an der Reihe. Gut, ich werde mich stellen. Kein Weglaufen mehr. Sagiri! Freundschaft! Kula ist unser Freund. Und er hat das noblere Ziel als Pierre. Freundschaft! Und endlich ist auch Sagiri bei uns. Sie lächelt schöner als Pierre. Dann ist es abgemacht. Eure Hoheit, bitte kümmert euch um Nakula. Wir gehen zuerst zurück. Ich würde zum Zeichen des guten Willens gerne zusammen mit Nakula zurückgehen. Aber er ist wohl noch nicht so weit. Und damit haben wir zwei weitere Freunde und Verbündete für unsere Party. Ich wollte die Musik einmal wirken lassen, weil ich mag solche Flashback-artigen Sachen an und für sich nicht, weil sie teilweise doch sich so anfühlen, als wären sie dann plötzlich irgendwo aus dem Arsch gezogen worden. Aber das mit Sagiri ist ja jetzt auch ein bisschen aufgebaut worden und mich hat's etwas berührt. Eure Hoheit, arbeitet dieser Soldat aus Armes gut für euch? Ich hab keine Ahnung, er ist gerade erst beigetreten. Und da ich nicht Kefka bin, lasse ich mir nicht die Stiefel lecken, wenn ich mal durch die Wüste gelaufen bin. Okay, damit haben wir... Stimmt, Sagiri, ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Sie ist ja, glaube ich, auch eines der wenigen Fs. Das heißt, Phelan fliegt wieder raus und Sagiri kommt rein. Ich fand, dass ihre Kunai-Wurf-Angriffe sehr viel Style hatten. Wie dem auch sei, wir sehen uns gleich wieder. Hollala, wer steht denn da bei der Luserina? Ah, eure Hoheit? Irgendwas geht hier vor sich. Oh, der perfekte Zeitpunkt. Lord Boss. Ja? Prinz Freyadur, es ist nichts. Bitte macht euch keine Sorgen. Lady Luserina, warum versucht ihr es zu verbergen? Sie sind ein Paar? Es ist nur... Ihr müsst mit seiner Hoheit über diese ernste Angelegenheit reden. Ja. In Wirklichkeit hat Lady Luserina nämlich einen Brief von Lord Hurum erhalten. Er ist aus Rainwall geflohen und hat sich in Haut versteckt. Er bittet euch nicht um seine Rettung, aber er hat äußerst wichtige Informationen über Godwins Strategie. Informationen, die er natürlich nur seiner Hoheit persönlich mitteilen kann. Er möchte, dass ihr mit so wenigen Leuten wie möglich nach Haut kommt, damit die Sache nicht publik wird. Eure Hoheit, was denkt ihr? Ich denke, das klingt sehr verdächtig. Vielleicht ist es ehrlich gemeint. Ich finde, das klingt äußerst verdächtig. Nun, ich nehme an, ihr habt recht. Natürlich. Der Charakter meines Bruders, Urim Barrows Charakter, ist durch und durch verdorben. Dieser Brief ist bestimmt eine Falle. Bitte, eure Hoheit, ihr dürft nicht auf die Lügen meines Bruders hereinfallen. Bitte, ich flehe euch an. Ich kann nach wie vor nicht verstehen, weswegen Luserina so ein wohlhaft, liebes, erzogen, gut erzogenes Mädchen ist, wo sie doch definitiv unter dem Griffel ihres Vaters stand. Die Reisegruppe soll in der Tat neu zusammengestellt werden, denn... Oh. Ich glaube, man soll mit drei oder weniger dorthin gehen, aber je nachdem, was passiert, nehme ich einfach mal Nakula mit, der... einfach wenig Stufen bisher hat. Das ist nicht euer Ernst. Ihr glaubt dem Brief meines Bruders und ihr geht ins Dorf Haut? Ja. Das mache ich. Bitte, tut das nicht. Habt ihr schon vergessen, was mein Bruder in Selby getan hat? Bitte geht nicht, eure Hoheit. Unsere Hoheit muss tun, was unsere Hoheit tun muss. Wir sehen uns in Haut wieder. Bis gleich. Boah, wie ich diese Musik vermisst habe. Oh, jetzt schon direkt los. Oh, eure Hoheit, danke für euer Kommen, mein Prinz. Also, Freyadur. Ja? Du nennst dich jetzt Anführer der Lord Panvil Riku Armee. Du kannst vielleicht die Leute täuschen, aber nicht die Sonne. So ist es, die Sonne, die Falena beschützt, hat mir einige Leute gesandt, die deine bösen Taten bestrafen. Oh mein Gott! Isabel, Matthias, das ist der böse Prinz, von dem ich euch erzählt habe. Beseitigt ihn! Das ist jetzt aber doof. Das ist doch dieser Junge. Also, du bist der Prinz?
Du bist der, der eine Verschwörung und einen Bürgerkrieg angezettelt hat, um die Krone seiner Schwester zu bedrohen. Du hast deinen Anhänger Lord Barrows benutzt und dann weggeworfen. Du bist zweifellos ein Übeltäter. Bereite dich darauf vor, deine Strafe durch meine Klinge zu erhalten. Ich hatte zumindest vor, das zu sagen, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Was? Ganz ruhig, ich werde dich nicht angreifen. Der Junge hat kein Glück, glaube ich. Was bedeutet das? Das ist der böse Prinz. Warum lässt du ihn nicht die Gerechtigkeit deiner Klinge spüren? Die maximilianischen Ritter haben sich der Gerechtigkeit verschworen. Was redest du da für dummes Zeug? Ich habe nie behauptet, über Recht und Unrecht zu entscheiden. Wir sind auch böse, weißt du? Wie? Es bedeutet nicht unbedingt Gerechtigkeit, wenn man das Böse bestraft. Es ist weit davon entfernt. Wie nennst du es, wenn man jemanden gewaltsam das Leben nimmt? Böse, nicht wahr? Aber was tut man, wenn das Böse, das man am Leben lässt, zu noch größerem Übel führt? Zu noch mehr Kummer und Schmerz? Man verschreibt sich mit Herz und Seele der Zerstörung des größeren Übels. Das ist die eigentliche Aufgabe der maximilianischen Ritter. Ich sag es dir. Du, der so sorglos das Wort Gerechtigkeit gebrauchst, du weißt nicht, wofür wir stehen. Obwohl du nicht schlimm genug bist, um das größere Übel zu sein, kann ich dich nicht ungestraft ziehen lassen. Ich werde dich mit meiner Klinge bestrafen. Warte, das ist mit den Opfern im Haus der Barrows, die von dem bösen Prinzen getäuscht wurden. Hast du wirklich gedacht, dass Lady Isabel einfach so alles glaubt, was man dir erzählt? Für das verachtenswerte Verbrechen der Verschwörung gegen Lady Isabel und für den Versuch, sie zu Bösen zu verleiten, werde ich mit dir kurzen Prozess machen und deinen leblosen Körper im Fluss versenken. Sehr gut, mach was du willst. Wie ihr wünscht. Kommt heraus, alle miteinander. Oh, er hat noch mehr Verstärkung. Ach, welch ein erbärmlicher und berechnender Halunke du bist. Gehen wir, Junge. Oh, Isabelle ist dabei. Und Matthias ist auch dabei. Treten wir den Hyramschen Leuten in den Arsch. For enemy time. Oh, das ist mehr, als ich gedacht habe. Wir kämpfen natürlich. Oh, da ist aber jemand sehr, sehr erzürnt oder sowas. Wir benutzen die Morgenrot-Rune, um die mittlere Reihe auszuschalten. Dann greifst du einfach mal... Nein. Du greifst jemanden da im Hinterhof an. Den da. Und... Wer ist es? Das ist Matthias, oder? Dann greifst du... Den da an. Das ist Isabel. Sie hat eine Rune. Die Donnerschwert-Rune. Schutz. Also mal Donnerschwert. Bringt Waffenelement Donner. Schaden mal 1,1. Donnerschutz. Schutz für Donner im Kampf. Achso, ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, das Schwert zu verzaubern, aber das wäre vielleicht was für Bossies oder sowas. Du greifst das da an und du hast auch eine Rune, die Zyklonrune, heilender Wind, zerstörender Wind. Und, das ist die bessere Variante des, der normalen Windrune, was? Das klingt ja praktisch. Guck mir mal, wie gut die Gegner dagegen gewappnet sind. Oder ist der... Ich weiß jetzt nicht, wer Matthias ist. Der da hinten oder der neben Lyon steht? Ich habe echt keine Ahnung. Wow! Achso, hat jemand ihn angeschossen oder was? Man sieht das so schlecht, finde ich. Ich muss gleich nochmal drauf achten, wenn ich nochmal eine Runde des Kämpfens vor mir habe. Wer ist? Okay, da fallen die ersten schon um. Sehr schön. Also, Freyadur, du greifst den da an. Du greifst den da an, das? Das ist Nakula! Das ist Nakula! Gut zu wissen, du greifst den da an. Ich verteile die jetzt einfach mal auf die hinteren, weil die hinteren sind kacke. Und, ja komm, machen wir ein bisschen Melee hier. Und gucken mal, ob es ausreichend ist. Da fallen sie schon um, wie die Fliegen durch. What the fuck ist durchstoßen? Nakula muss wahrscheinlich eine Rune haben, die ihm diesen Wutzustand zu Bekampfbeginn vermittelt. Und sie hat... Beine. Bing, 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 bing. Gut, wir haben Nakula kämpfen sehen und Isabel und Matthias haben wir auch kämpfen sehen. Die sind stufentechnisch auch schon ganz schön weit vorne, würde ich sagen.
Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Sollen wir ihn verfolgen? Lass ihn gehen. Wie ihr wünscht. Tut mir leid, wenn ihr erschrocken seid. Ich wusste, was er vorhat, aber ich wollte sehen, wie ihr reagiert. Deshalb habe ich so getan, als würde ich bei seinem Plan mitmachen. Wenn ich von Anfang an mehr über euch gewusst hätte, hätten wir uns das ganze Theater sparen können. Aber was ist mit euch? Ihr bekämpft noch schlimmeres Übel als diesen Verlierer, oder? Wie konntet ihr auf seine kleine Falle hereinfallen? Ihr müsst vorsichtiger sein. Ich sollte ein Auge auf euch haben, zu eurem eigenen Besten. Ja, natürlich. Ja. Sollen wir Seite an Seite kämpfen? Ich habe darauf gewartet, dass ihr das sagt. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das schlimmste Übel in diesem Land euer Feind ist, das Haus von Godwin. In anderen Worten, euch beizustehen ist der beste Weg, nach dem Geist der maximilianischen Ritter zu handeln. Matthias, von heute an sind du und ich Mitglieder der Lord Panvil-Rico-Armee. Wie ihr wünscht. Freundschaft! Und wir sind Freunde mit Isabel und sie ist roter als Pierre. Freundschaft! Und wir sind Freunde mit Matthias und er versenkt lieber Leute als Pierre. Im Meer. Yay! Und ob da noch mehr herkommen, wo die herkamen, so werden wir wohl oder übel ab der nächsten Folge erfahren von Len. Oh, noch nicht ganz. Bin ja noch, ich hab das ja wunderbarerweise ausgeguckt, weil ich noch gucken wollte, ob wir denn hier schnuckelige Handelswaren verkaufen können. Das Gold, würde ich sagen, verkaufen. Wir verkaufen etwas. Wow. Ja, naja, es sind ein paar Kröten, die ich damit verdiene. Von daher gar nicht mal so verschärft. Schlecht. So, also ich würde persönlich ja sagen, ich mache mir eine schnuckelige Truppe, wie ich sie jetzt eigentlich dann benutzen möchte. Und würde nicht zwangsläufig Isabel oder Matthias in die Gruppe mit reinnehmen. Aber wenn ihr was anderes sehen wollt, bin ich dafür gerne offen. Ihr könnt es mir gerne schreiben und dann würde ich es für die nächste Folge... Ja, wenn ich nicht weiter im Voraus aufnehmen sollte, für die nächste Folge von Let's Play Suikoden 5 berücksichtigen. Und bis dahin sage ich, hab Dank für euer Gucken und für eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Berndi und ciao!